Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Freshly Picked Jingles Rosy Whoopie Land von eurem Looks Like Link. Wow Leute, es ist wirklich wahr. Der allseits bekannte, schrullige NPC aus der Zelda-Reihe, Tingle, hat sein eigenes Spiel bekommen. So. Bitte Namen eingeben. Ey, es fängt schon mit der Musik an, oder? Schon die Musik ist so mega schrullig. Ja, wollte erstmal schon am Arsch kratzen, genau. So ist das richtig, so ist gut, so entspann ich auch immer. Toll, ey, aber wie das schon anfängt, ey, so, guck mal, das sind wir, Leute, das bin ich. Das ist euer Marcel. Also, so werde ich höchstwahrscheinlich echt aussehen, wenn ich 35 bin, ja? Noch habe ich ja ein bisschen Zeit, aber mal gucken. Voll dumm, ihr lacht. Also, wie soll ich sagen? Du wirst sterben. Leute, so wird gekämpft. Akzeptiert man. Man, er heißt Spektet. Spektet. Okay, gut. Jawohl. Okay, das ist lustig. Das war lustig. Packt er erstmal seinen Ghetto Blaster aus. In jedem Gebiet. Stimmt's, Tingle? Alles klar. Tingle? Ah, Alter, ein Riesenpanzer. Was war das für ein Geräusch? Nochmal. Okay. Boom, boom, boom. Alles klar. Genau. Geil. Alter, wie schnell das geht. Alter, wie er richtig ausrastet. Alter, kloppt hier einfach um. Waffenschilde, Rüstung. Das ist was für Männer. Ja, genauso einer wie sie sind. Sei noch knauseriger. Sei noch frecher. Mach Rubine, wo du nur kannst. Mach Clickbait. Das hilft auch. Hallo. Sagen Sie mal. Sagten Sie nicht, die wollen auch Geld haben. Wie mein? Wenn Sie etwas von mir wollen, müssen Sie es zuerst cashen. Und jetzt, jetzt haben wir den halt hier über uns und jetzt müssen wir ihn halt werfen. Ach ja, mal gucken, ob ich treffe. Oh, so bescheuert. Natürlich, ne, man gibt sie nicht in die Hand, wenn er selber nicht mehr trinken kann. Nee, man muss ihn einfach ins Gesicht werfen, dass er schön ablecken kann von seinem Face. Das sieht aus, Mann. Oh, ein Sora-Kopf. Aber der sieht aus, als ob er aus Stein wäre. Leute, ein Sora-Kopf. So, na, zack. Du-du-dum. Ach nee, es ist ein Zaro-Kopf. Entschuldigung. Es ist gar kein Sora, es ist ein Zaro. Was ist denn ein Zaro, Mann? Richtig so eine fette Höhle. Leute, das ist der nächste Dungeon. Tingle, was sagst du dazu? Alles klar. Sondern auch hier irgendwo in Fässern sind. Guck mal, wie Tingle ein Fass schiebt. Keine Ahnung, warum er das so macht. Aber auf jeden Fall, der ist ein Trottel. Hey, hey. Wenn du Pirat werden willst, musst du auch mit einem Boot umgehen können. Macht Sinn. Ich kenne mich aus. Ich verrate dir ein paar Tricks. Und wie viel gibst du mir dafür? Gar nichts. Dafür kriegst du absolut gar nichts von mir. So, na? Du weißt bestimmt schon, was ich will, oder? Alter, er will Cash? Du kriegst von mir 6 Rubine. Hier. Einfach so, weil ich ihn gerade zahlen will. Offensichtlich weißt du es nicht. Oh, so ein Arsch, ey. Na gut, okay. Oh mein Gott, die Geräusche. Oh mein Gott. Oh, Hilfe! Was zur Hölle? Mein Körper! Lass das! Nagt nicht an mir herum! Fail. Tingles Fresse, ey. Alle dicken Kinder lieben sie. Alle dicken Kinder, Leute. Habt ihr das gelesen? Alle dicken Kinder lieben sie. Dünne Kinder nicht. Oh mein Gott, die Tingle-Chance! Oh oh, die Tingle-Chance. Geil. Was zur Hölle? Das weiß ich gar nicht mehr. Regenbogenblasen. Ja. Hä? Lass dich mal kurz hier den Pokéball kartieren. Gucken, wie das hier heißt. Kreis. Was zur Hölle, Mann? Was ist das hier? Hey, guck mal, Leute, das ist ein Porträt von mir. Ey, das ist ja cool. Den muss ich gleich mal kartieren. Wartet. So.
Marcel-Wand. Schön. Ey, guck mal, so könnt ihr mal aussehen wie ich. Guck mal, die Frisur stimmt, die Haare stimmen, alles stimmt. Wartet mal. So. Oh, sehr gemein. Okay, gut. Was soll's? Hier. So sehe ich auch in echt aus. Alles klar, sehr schön. Ich helfe dir, wo ich kann. Mach richtig viele Rubine. Viel Glück. Ich wundere mich sowieso, warum du handgezeichnete Thumbnails benutzt, anstatt einfach auf jedem Thumbnail meine Boobies raufzumachen. Das wäre richtig Clickbait, aber... Naja, musst du wissen halt, Tinker, wie du deine Rubine verdienst, ne? Du, dann baut Liano mal diese Brücke. Ja, pass mal auf. Ob er genauso gut eine Brücke bauen kann wie Duke? Schauen wir doch mal. Ja. Toll. Wirklich toll. So. Und vor allem, wenn man rüberläuft. Meine, das Spiel hat schon Humor, ja, aber... Oh Gott, ey, so Quatsch. Und deswegen hier, für die Natur. Leute, auf die Natur muss man achten. Die Natur sollte einem wichtig sein, ja, und deswegen bin ich auch sehr großzügig. Und gebe einen Rubin. Für die Natur, Leute, ja. Ich bin zufrieden. So. Super krass. Und inzwischen... Was zum... Die Musik. Schon gut. Du bist offensichtlich meine Tochter. Kämpf mal mit mir. Was zur Hölle? Irgendwie ist das schön, oder? Ich weiß. Schau mich nicht so an. Ich bin meine Sorge los und aber sieht glücklich aus. Also wie viel? Ich denke, wir einfach nur Cash haben. So. Okay, Typi. Hier hast du deine 27.000 Rubine, ey. Boah, da wirft er wieder die Hunnis und die zwei Hunnis wirft er einfach rein. Als ob das nix wäre, ey. Man Tingel. Tut ihnen irgendwas weh? Soll ich ihnen zeigen, wie man die Medizin macht? Umsonst ist das natürlich nicht. Ja, natürlich, sie sind ja Arzt. Natürlich ist das nicht umsonst. So, das müssten sie ja streiken. So, wir werden quitt. Dann will ich gleich mal meine Nähmaschine anschmeißen. So richtig intensiv, so... Sie versteht was von ihrem Handwerk, ne? Vergiss nicht die tollen Frauen, die auf dich warten! Hallo! Oh. Das ist nochmal ein richtiger Motivationsschub, oder? Frauen. So. Und dann am Ende Tingel so, ich bin schwul. Oh. Na, dann kommen die Männer halt. Alles klar. Wir werden uns wohl nicht mehr treffen. Leben wir doch in zu verschiedenen Welten. Ich hab Cash. Und du bist nur ein YouTuber. Schön mit dem... Jawohl. Leute, stellt euch vor, ihr werdet von Tingels Bauch geschoben. Oder seiner Brust, oder wie sie gerufen hat. Sieht das komisch aus. Mann, Tingel, ey. Naja, vielleicht geht da auch nur so einer Klage aus dem Hals vom Weg, ne? So geht da nur einer Klage aus dem Weg. Vom Weg... Ah, Tingel hat mich angefasst. Hat er doch gar nicht. Stirb! Oh mein Gott. Sie hat den Torwächter getötet. In Feuer eingehüllte Schweine solltest du nicht aus Versehen berühren. In Feuer gehüllte Schweine? Was? Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass er da echt ein bisschen sich da hinlenkt? Mann, Johnny, hau doch mal ab, du schießt ihn auf den Weg, Mann! Dollar Sack! Dass ich ihn selber von unten da reinlocke. Mann, Johnny, was machst du denn? Oh, ey. Schon verkackt. Ach, ey. Alter, Johnny, hilf ihm! Alter, Johnny hat ihm ganz voll geholfen. So, Johnny, hau doch mal. Johnny, hör doch mal auf, die Fässer mal wieder zurückzuschieben, ey. Johnny macht alles kaputt. Oh Gott, ich hol mal das sechste Fass. Johnny, Mann! Aber ich muss mal kurz ein bisschen. Das hier noch ein bisschen offener machen. Weil Johnny mir genau im Weg steht, Mann! Der Mann, du oder Sack! Ach. Mann, Johnny, du stehst mir voll im Weg, Mann! Kann ich irgendwas machen? Mach was! Der macht nichts! Der macht nur hier und geil, Mann! Ja, danke, Johnny, dass du das Fass genauso schiebst, dass ich. Aber meine Finger! Aua! Oh, ey! Die ganze Zeit den alten 3DS da so bei so halten. Oh, aua! Leute! Teil das nicht mehr aus! So. Los, lenk ihn da rein. Nein! Mann, der ist so random, Alter! Mir tut die Finger weh! Tingle mit Digipad steuern, den Typen mit Stylus steuern! Aua, Sehnscheinentzündung!
So, okay. Komm schon! Nein! Es hat ein Fass gefehlt! So. Mal gucken. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Und es ist wieder dieser Parasit. Komm jetzt bloß her, du Scheißvieh. Ich komm jetzt bloß her, du aller Sack. Toll gemacht. Das war fantastisch mit anzusehen. Bestimmt. Oh Gott. Oh Gott. Nein, Tingel, halt dich fest, Tingel. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh, was? Alter, ist klar, habt ihr das gesehen, Mann? So, genau, sie aktiviert sich, weil hier eine Truhe natürlich ist. Ah. Verdammt, ey, ich könnte natürlich auch vielleicht irgendeinen Trank benutzen oder sowas. Mist. Nee, Leute, verdammt, dann brauche ich nochmal Bomben. Oh, ich brauche nochmal Bomben. Habe ich überhaupt was zum Farmen hier für Bomben? Kann er die einfach... Alter, nee, der wird auf weggekloppt. Okay, gut, warte. So, ich hab die Bomben gar nicht gemacht. Was bin ich denn für ein dummer... Oh. Er merkt, tschüss. Hallo, Freunde. Willkommen zurück zum 50. Part von Tingles Woozy Whoopie Land. Ja, ja, da habe ich mich wohl ganz schön, ne? Von wegen, es wird nicht länger als 50 Parts. Marcel hat sich um einige Parts verschätzt, lol. Leute, ihr seid klasse. Mit der Kraft deiner gehorteten Rubine musst du Rubin G besiegen. Aber er hat ein goldenes Sofa. Okay, Leute, das war's. Jetzt habe ich euch wirklich ein sehr, sehr ausführliches Let's Play gezeigt. Ich habe euch nahezu alles gezeigt, alles, was wichtig war für ein 100% Let's Play. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es wurde auch von euch sehr gefeiert. Das hat mich auch sehr gefreut. Ihr habt das sehr gerne euch angeschaut. Vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall ganz, ganz großes Dankeschön. Ich will bei Tingel sein. Ich will bei Pingel sein, meine ich. So, alles klar, Leute. Ja. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für all eure Kommentare, Unterstützung und eure Unterstützung allgemein. Ihr wisst ja, wie das YouTube-System funktioniert. Vielen, vielen Dank. Tingles Woozy Whoopie Land hat super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr leistet mir wieder Gesellschaft bei einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Vielen, vielen Dank, Leute, und bis dann. Euer LuxLandling verabschiedet sich. Tschüss, Mann.